Burnout-Syndrom, ein häufiges Thema. Ich habe diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet. Erschöpfung, Depression, werden die Hormone verrückt spielen. Was viele Menschen nicht wissen, im Stressstoffwechsel, den man selber nicht spürt. Wenn man langsam ansteigend immer Stress hat, man spürt das selber nicht, schaltet der Körper um auf die Eiweißverbrennung. Er fängt an, sich selbst zu verbrennen. In seiner Not zieht der Körper alle Register und verbrennt neben Fetten und Kohlenhydraten auch Eiweiß, sich selbst als Energie. Dabei ist Eiweiß viel zu wertvoll, um daraus Energie zu machen. Aber es ist ein Energiekannibalismus. Das kann wochenlang, monatelang gut gehen, je nachdem, wie gut oder schlecht der Ausgangswert ist. Wenn ich ein hohes Eiweiß habe, habe ich ein bisschen Polster, von dem ich zehren kann. Aber wenn ich tiefes Eiweiß habe, dann kommt das Burnout-Syndrom halt viel schneller, als es sein müsste. Es soll natürlich gar nie sein. Und je höher ich das Eiweiß habe, desto besser kann ich Dopamin produzieren, Antriebshormon, desto besser kann ich Serotonin produzieren, desto besser kann ich Cortisol bekämpfen, dass das Burnout-Syndrom gar nicht erst kommt. Das ist ganz wichtig zu wissen, es ist ein Prozess, kein Zustand. Es ist eine Spirale, die langsam nach unten geht und wir können die umwandeln, die Abwärtsspirale in eine Aufwärtsspirale.